Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Don't Love Me von Lena Kiefer mitgebracht. Das ist der erste Band einer Reihe und Achtung, mit Cliffhanger. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Don't Love Me von Lena Kiefer mitgebracht. Das ist der erste Band einer Reihe und Achtung, endet mit einem Cliffhanger. Ich finde das Cover total schön. Also das fand ich mega. Na, der Rücken ist eher schlicht. Das ist der Klappentext. Kenzie hat alles so schön geplant. Aber dann kommt alles ganz anders. Ihr Sommerjob wird einem Bonzenball gegeben und sie muss sich eine Alternative suchen. Sie landet im Heimatort ihrer Mutter, wo sie Lial, ich hoffe, man spricht ihn auch so aus, begegnet. Aus ihm wird sie einfach nicht schlau. Der ganze Ort warnt sie vor ihm und mal ist er irgendwie ganz nett, vielleicht sogar süß, und dann wieder ein arroganter Kotzbrocken. Kenzie ahnt nichts von seinem dunklen Geheimnis. Ich muss ehrlich sagen, dass das so ein alles hätte so schön sein können Buch für mich war. Aber mir waren die beiden Protagonisten und allgemein die ganze Stimmung zu dramatisch. Klar ist es für Kenzie hart, wenn sie den fest zugesagten Job nicht bekommt. Keine Frage. Aber wie sie damit umgeht und quasi alles in die Ecke schmeißt, schmollt und meint, dass das eh alles nichts mehr wird, fand ich sehr unreif. Dafür gefiel es mir wieder sehr gut, dass sie in einem Bus gelebt hat. Das machte sie wieder sympathischer und schwächte den ersten Diven-Eindruck wieder etwas ab. Der ganze Ort hasst Leal. Kenzie hat aber keine Ahnung warum, als sie ihn kennenlernt. Wenn man weiß, was los ist, ist das trotzdem krass. Ja, Leal war ein A-Punkt-Punkt-Punkt, aber er konnte nicht absehen, zu was das führen würde. Das ist auch so ein Punkt. Leal neigt dazu, sich in Selbstmitleid zu suhlen. Ja, es ist schlimm, was passiert ist und wie alle darauf reagieren. Es ist zum Kotzen, wie seine Familie drauf ist und wie sie alle um sich herum manipulieren und benutzen. Ich kann verstehen, dass ihn das belastet. Ich kann auch verstehen, dass er sein Geheimnis bewahren will. Zum einen, weil er muss. Und zum anderen, wer möchte da schon an die große Glocke hängen? Ich kann teilweise auch Kenzies Reaktion verstehen. Er hat sie angelogen, definitiv. Aber sie reagiert mir zu krass. Ich sehe das alles anders als sie. Beziehungsweise, ich interpretiere das, was sie da erfährt, anders. Vielleicht liegt es an ihrem Hintergrund, beziehungsweise an ihren persönlichen Erfahrungen, aber ich habe auch schon mal am Abgrund gestanden und ich kenne auch solche Situationen und trotzdem sehe ich es anders. Insgesamt waren mir die beiden Protagonisten und das Buch im Allgemeinen zu dramatisch. Es ist gefühlt immer alles oder nichts. Es gibt einiges an Klischees. Es ist eben mal wieder so eine reiche Familie und eine Außenseiterin-Geschichte. Aber was mich am meisten gestört hat, war das Ende. Ja, Leal hat sich wie ein A-Punkt-Punkt-Punkt verhalten und es war SCH-Punkt-Punkt-Punkt, wie er damit umgegangen ist, aber Kenzies Reaktion fand ich schlimmer. Ich saß da und dachte mir nur, ernsthaft? Ich fand ihre Reaktion einfach total unverhältnismäßig. Von mir bekommt das Buch 2 Sterne, weil es wirklich Potenzial hatte und ich manchmal zwischendrin das Buch auch wirklich mochte. Aber insgesamt passt für mich einiges einfach nicht richtig. Mir war es viel zu viel Drama. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!